Hallöchen und willkommen zu einem neuen Part von meinem kleinen, aber dennoch feinen Tutorial zu dem Thema, wie man sein eigenes Pokémon-Spiel erstellen kann. Ja, eigentlich hatte ich mir überlegt, in Part 6 will ich ein paar Trainer erstellen, aber bevor ich Trainer erstelle, brauche ich erstmal Pokémon. Ich habe zwar hier meinen Glumanda vom Anfangs-Pokémon da Level 5, habe mir aber überlegt, damit ich gleich schon ein paar bessere Trainer machen kann, oder zum Beispiel Doppelkämpfe machen kann, da brauchen wir ja zwei Pokémon zu, füge ich erstmal noch einen Pokéball ein, wo ein Pokémon drin ist. Das heißt, ich werde euch am Anfang zeigen, wie man ein Pokémon aus einem Pokéball rauskriegt, danach wie ein schlafendes Pokémon, zum Beispiel ein Relaxo hier liegt, man gegen kämpfen kann, man es fangen kann. Und am Ende werde ich euch noch zeigen, ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Trainer erstellt. Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten und dann noch die Möglichkeit nochmal unterteilt wegen Doppelkämpfe und so weiter. Das seht ihr am Ende des Videos. Ihr habt vielleicht auch gesehen, das Video dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Ich weiß noch nicht, wie schnell ich hier rumkommen werde. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, wenn ihr hier alles so verfolgt, wie ich es mache, werdet ihr wahrscheinlich klüger sein als vorher. Denn man kommt ums Lernen nicht drum rum. So, Doppelklick auf eine Fläche, wo der Pokéball hin soll, wo ein Pokémon drin ist. Dann nehmen wir eine Grafik, zum Beispiel einen Ball. Das wäre ja ganz angebracht. Nehmen wir zum Beispiel diesen Ball, weil der schönste ist. Und dann fangen wir an. Wir brauchen eigentlich nur zwei Events. Dann gehen wir hier wieder Insert. Wir brauchen einmal Control-Self-Switch am Ende und den Conditional Branch. Zack. Dann gehen wir auf die vierte Seite, weil das sieht ihr jetzt mal wieder, boah, voll krass, Alter, voll viele Funktionen hier, ne? Aber lasst euch nicht ablenken. Einfach nur auf die vierte Seite und auf Skript. Jetzt ist alles andere ausgeblendet. Nirgendwo ist mein Haken, nur noch auf Skript. Bei Set Handling, when Conditions do not apply, lassen wir den Haken bestehen. So, da geben wir jetzt folgenden Text ein. Kernel.pb at Pokémon. Wichtig hierbei ist, dass Kernel groß ist, das K von Kernel, ein Punkt zwischen Kernel und, PB. PB muss klein sein, add, das A muss groß und P, das Pokémon, das P vom Pokémon muss groß. So, dann geht's weiter, Klammer auf, Doppelpunkt, Doppelpunkt, PBS, das S steht schon für das nächste Wort, Species. Und wichtig hierbei ist, dass PBS groß ist. PBS muss groß sein. So. PBS Species, wieder Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und jetzt kommt das Pokémon, was wir einfügen wollen. Es ist wichtig hierbei, dass es der englische Name des Pokémons ist und alles groß geschrieben ist. Ich zum Beispiel will jetzt ein Glumanda haben, Level 10. Das heißt, ich muss da den englischen Namen von Glumanda groß geschrieben hinschreiben. Ich weiß zufällig, dass Glumanda Charmander auf Englisch heißt. Wenn ihr unbedingt ein anderes Pokémon haben wollt, wo ihr den Namen nicht wisst, dann geht ihr einfach bei Google Pokédex ein, dann gibt es da hier Bisa-Fans, dort könnt ihr einfach den Namen von jedem Pokémon nachlesen. Der englische Name oder amerikanische Name, sind glaube ich ja gleich, müsst ihr dann einfach da groß eingeben. So, Komma, Level, zum Beispiel 10, Komma 10, Klammer zu und das war's. Wir haben jetzt das Pokémon bestimmt und das Level. Jetzt drücken wir auf OK. Und wenn wir es jetzt so lassen würden, angenommen, ich schließe das jetzt und spiele mal mit dem Pokéball, der da liegt. Jetzt können wir den Pokéball quasi so oft, wie wir wollen, aufheben. Denn wir haben nicht eingestellt, dass der Pokéball verschwindet, sobald man ihn aufgehoben hat. Das wollen wir ja nicht, ne? Ich zeig's euch mal. Ah, obtain Charmander, would you like to give a nickname to Charmander? No. Ah, obtain Charmander, would you like to give a nickname to Charmander? No. Ah, obtain Charmander, would you like to give a nickname to Charmander? No. Ah, would... Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, das heißt, wir gehen jetzt hier auf Pokémon und haben vier Charmanders, Level 10, eins Level 5 von Professor Eich und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass der Pokéball verschwindet, sobald man ihn angeredet hat. Dazu müssen wir auf das erste eingerückte Add-Zeichen, Rechtsklick, Insert, Control-Self-Switch, A, On. Habe ich ja schon in, weiß ich gar nicht, Part 3 oder so erklärt. Dann machen wir noch eine neue Seite. Und da nichts anderes außer den Self-Switch A ist on. Apply, okay. So, jetzt verschwindet auch der Pokéball, nachdem wir ihn eingesammelt haben. Und es gibt nichts Schöneres als das Testen. Wer nicht testet, der ist doof. Nein, also, wenn ihr irgendwelche Sachen programmiert, sag ich mal, testet es immer, ob es klappt, weil wenn es nicht klappt und ihr irgendwann später herausgestellt habt, da hat ja was nicht geklappt, dann habt ihr vielleicht nicht mehr so viel Wissen davon, als wenn ihr es damals gemacht hättet und so weiter. Das ist immer so eine Sache. So, der Ball klappt, da haben wir jetzt einen Glumanda drin.
Jetzt kommen wir zum Pokémon, das rumschläft. Zum Beispiel Doppelklick auf irgendeine Fläche, Grafik. Scrollen wir ein bisschen runter, denn das Gute ist, beim Pokémon Essential Paket war schon vorgegeben, dass man ein paar Pokémon drin hat. Zum Beispiel, nehmen wir gleich Relaxo. Das ist übrigens in Pokémon Essential Ordner. Graphics, Characters. Da sind alle Sachen drin, die wir hier quasi auswählen können. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich, bei meinem Marcus Edition, ne, das habe ich ja schon seit 1,5 Monaten gemacht, bei Characters die ganzen Pokémon habt, zum Beispiel habe ich hier jeweils das normale Pokémon, 649 und dann das Shiny Pokémon dazu, das könnt ihr alles da einfügen und dann auch benutzen. Ihr müsst halt nur Quellen finden, wo ihr es herkriegt. Jetzt vorgegeben sind nur ein paar Pokémon, deshalb nehme ich auch kein neues, was ich habe, sondern irgendeins, was ihr auch habt. Beispielsweise dieses Relaxo, nehmen wir hier oben. Okay, und nennen es einfach mal Relaxo, einfach nur aus Jux und Dollerei. Ist nicht notwendig, könnte auch EV irgendwas lassen. So, wir wollen, dass Relaxo da schläft. Und wenn wir es anreden, wollen wir gegen ihn kämpfen. Erstmal Relaxo soll dann den Sound abspielen. Sprich, er soll, ich weiß gar nicht, was macht Relaxo für ein Geräusch? Irgendwie sowas. Das heißt, da brauchen wir jetzt ein Play as E, habe ich ja schon in Folge 3 oder 4 angesprochen. Play SE, Seite 2 ganz unten rechts. Klick mal drauf. Und jetzt weiß ich zufällig, Relaxo hat Nummer 143. Weiß ich einfach 143 Cry. Sprich, wenn man ihn anredet, kommt erst der Sound. Und dann kann man gegen ihn kämpfen. Das ist nämlich das Erste, was passieren muss. Play SE. So, wichtig danach ist ein Text. Naja, wichtig ist es nicht. Zum Beispiel Schnarchi. Irgendwie sowas, weißt du? Dass man anredet, der Sound kommt und dabei Schnarchi erscheint. Das alles soll natürlich ein bisschen andauern. Zum Beispiel 1-2 Sekunden. Das heißt, wir machen ein paar Frames. Machen wir mal so 15 Frames. Dass man nicht gleich sofort weiterklicken kann, sondern kurz warten muss und den Sound anhören muss. So. Dann kommt ein Control-Self-Switch. Nein, ein Control-Switch. Wieder hier auf Single, rechts, rechte beim Haken dann, ne? Dann, Moment, 32, Fateful Encounters. Okay. So, dann wieder hier, jetzt kommt ein Skript, dass man gegen das Pokémon kämpft. Das geht PB Wild Battle, Klammer auf, PBS Species wieder, ne? Also erstmal wilder Kampf. Man skriptet gerade sozusagen einen Kampf gegen ein wildes Pokémon, was man aber gesehen hat, sprich, das da rumgelegen hat. Dann muss man wieder das Pokémon auswählen, was es für ein Pokémon sein soll. Dazu machen wir einen Doppelpunkt hinter PB Species und ja, Relaxo Snorlax heißt der, glaube ich, auf Englisch. Snorlax, wenn ich mir. Ja, Snorlax 100 Pro. Und dann Komma, das Level. Beispielsweise, der ist Level 4, 3, 4, gut. Dann Klammer zu hier. Und dann kämpft man gegen ein wildes Relaxo Level 4. Hab jetzt nur Level 4 ausgewählt, weil wir ja nur ein Glumanda Level 10 haben, damit wir es auch schnell besiegen können gleich. So, wichtig ist dann noch, dass dieser Control-Switch, der vorher angegangen ist, wieder off geht. Das heißt, wir gehen wieder auf Event Comments darunter, Control Switch, jetzt wählen wir wieder den 32. Fateful Encounters aus und dann auf Off. Okay, quasi Control Switch an, Relaxo kämpft, Control Switch off. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch, wie vorhin mein Pokéball, wenn man Relaxo jetzt besiegen würde und dann wieder weitergehen könnte, würde man wieder ihn angreifen können. Sprich, er würde nicht verschwinden. Das heißt, wir machen wieder einen Control Self Switch, A gleich On. Machen neue Seite, Self-Switch A gleich on. So, und jetzt haben wir schon Relaxo komplett fertig installiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir starten mal das Spiel und testen, ob es geht. So, wollen wir mal gucken. Continue. Nehmen wir uns das Glumanda, was da Level 10 rumliegt, damit es schneller geht. Da sehen wir schon Relaxo rüberlucken. Would you like to give a nickname? No. Und wir reden Relaxo einfach mal an. Der fette, kleine Hobbit hätte ich jetzt fast gesagt. So,
Schnarchi. In der Zeit wurde im Sound abgespielt. Ich habe den Sound leider ausgestellt. Wie gesagt, das könnt ihr auf F1 hier Play BGM und MME und Play BGS and SE. Das könnt ihr alles ausstellen. Weil ich will manchmal, während ich Pokémon spiele, Musik hören und sowas. Und deshalb habe ich alles ausgestellt. Schnarchi. Zack, nochmal Leertaste. Und dann sehen wir ein Battle erscheinen. Da liegt jetzt ein fettes Relaxo im Weg. Ein Snorlax, hatte ich recht. Und Charmander greift mit Level 5 es an. Nun, mit Level 5 gegen 4er Relaxo. Ich glaube nicht, dass das klappt. Aber wir wechseln einfach mal. Soll ich das durchziehen? Ich will euch eigentlich zeigen, dass Relaxo danach verschwindet. Aber eigentlich ist das ja klar. Mist, ich hätte Level 1 oder sowas auswählen müssen. Jetzt. Naja, vielleicht. Ich guck mal, wie viel dieser hier zieht. Beziehungsweise. Ach, der hat Überreste. Fällt mir gerade so auf. Okay. Ich guck mal, wie viel er zieht. Und wenn er zu wenig zieht, dann höre ich einfach auf. Auf jeden Fall verschwindet er nach dem Kampf. Soll ich durchziehen? Defense raus. Überreste zieht, lädt ihn auf. Mensch, das sind diese ganz alten Pokémon-Spiele hier. Ich finde es einfach göttlich. Komm, das ziehen wir jetzt durch. Einmal noch. Er macht jetzt noch Überreste. Zack. Und dann Charmander used Ember. Ember hat ihn getötet. Fainted, 66 Erfahrungspunkte, Level 6 ist der andere, sehr schön, der hier nicht. Und Relaxo ist weg. Zack, Mission erfüllt. Das könnt ihr mit jedem Pokémon machen. Beispielsweise, wenn ich jetzt Turtok von meinem Marcus Island hier rüber in Grafik-Charakter-Ordner von dem Testversion hier, ne, machen würde. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Und beispielsweise Relaxo kopieren würde. Die Grafik aber einfach nur zu Turtok ändern würde. Turtok hat 9. 9. Da müsste ich einfach eigentlich nicht viel ändern. Jetzt, na shit, jetzt müsste ich natürlich den Namen von Turtok eingeben. Ich weiß jetzt nicht, wie er auf Englisch heißt. Scheiße. Das Level könnte ich dann einstellen und dann würde ich gegen Turtok kämpfen, indem ich ihn anrede, wenn er da rumsteht. Das ist eigentlich voll geil, wenn man so richtig viele Pokémon da rumstehen hat. Naja, aber Relaxo müsstet ihr jetzt wissen, wie das geht. Gut, kommen wir eigentlich jetzt zu den Trainern, wenn ich mich... Ja, jetzt kommen die Trainer. Gut, 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 gut. Ein Trainer. Fangen wir mal an. Machen wir ein neues Event. Grafik. Scrollen ganz runter. Da haben wir TRKs. Sprich TR und dann Character. Da haben wir 71 Stück. 71 ist Gary, der Champ sozusagen. 70 bis 66 sind die Top 4. Bis 67 und dann die Arena-Leiter und dann kommen normale Trainer hier. Zum Beispiel 37 ist ein Youngster, also so ein kleiner Rotzebengel, sage ich einfach mal. Und dann gibt es halt ganz viele Leute. So, gehen wir mal auf 10. Ein Käfersammler. Den nehmen wir, drücken auf OK. Wir wollen, dass der Käfersammler uns mit so einem Fragezeichen, so einem Ausrufungszeichen überrascht, indem er uns abfängt. Dann müssen wir ihn nennen Trainer, Klammer 3. Das heißt, wenn der Trainer hier steht, hat er 3 Felder, wo er uns sieht. 1, 2, 3. Wenn wir hier sind, geht er 2 Felder zu uns. Wenn wir hier sind, kriegt er nur ein Ausrufungszeichen und redet uns an. Wenn wir hier sind, geht er ein Feld zu uns. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich mache jetzt erstmal ich finde es eine einfache Variante von Trainern. Dazu brauchen wir eigentlich nur Comments. Mehr brauchen wir nicht als Comments. Wichtig ist allerdings, dass man Event-Touch macht. Weil wenn man, das zeige ich euch mal, wenn man hier lang geht, soll das Event ja auslösen. Sprich, wenn der Player hier drauf gegangen ist, löst das Event-Touch aus und er kommt zu dir. So, und diesmal ist es wirklich Event-Touch, nicht wie in Folge 2 mit Autowandern, ne? Also, Insert, Comment. Als ersten Comment schreiben wir Type. Sprich Typ. Und jetzt brauchen wir die TXT-Dateien. Die haben wir ja hier drüben bei unserem Ordner. Da gehen wir auf PBS und dann auf Trainer-Type. Types, Types, Types. So, da sind alle Typen aufgelistet, wie sie auf Englisch heißen. Wir hatten den Käfersammler Nummer 10. Falls ihr nicht wisst, wieso und so, ne? Ich zeig's euch mal. TRK010. Müsst ihr euch mal so daran orientieren. Nochmal hier schreibe ich schnell, weil ich eben gelöscht habe. Das heißt, Typ 10 ist ein Bugcatcher. Das große wieder, das großgeschriebene alles wieder kopieren, Bugcatcher.
So, jetzt kämpfen wir schon mal gegen einen Bugcatcher, einen Käfersammler. Jetzt kommt ein neuer Comment. Comment. Der Name. Dieser Käfersammler soll unbedingt Anton heißen. Nehmen wir einfach mal Anton. Beim Comment am Anfang immer Name und Typ gleich hinschreiben, dann danach genau einen Doppelpunkt und dann eine Lücke, eine Leertaste und dann immer das, was kommt. Zum Beispiel Anton oder Bugcatcher. So. Das heißt, wir haben einen Käfersammler namens Anton. Jetzt kommt erstmal der Kampftext sozusagen. Was sagt er, wenn er dich sieht? Zum Beispiel dieser Käfersammler, wenn wir in seinen Lauf reinrennen, soll unbedingt sagen, Kartoffeln sind, ja, grün, auch wenn es nicht stimmt. Wisst ihr? Irgendwie sowas soll er dann sagen. Könnte halt sagen, ey yo, ich bin der Beste, lass kämpfen. So, dann quasi beginnt der Kampf. Dann, nach dem Kampf, soll er während des Kampfes, quasi bevor man im normalen Bild, bevor man hier wieder ist, sagen, ja, Paul, ich nenne jetzt mal meinen Namen, Paul erhält 12 Gold und dann sagt er halt noch gut gekämpft oder sowas im Spiel, das sehen wir, seht ihr dann nachher. Das heißt, dazu benutzen wir Endspeech, gut gekämpft, ganz simpel, ganz einfach. Ich muss das jetzt nicht ausschmücken, damit es nicht so ewig lang dauert. Das sagt er dann nach dem Kampf. Und ganz nach dem Kampf, wenn man wieder hier in diesem Bildschirm ist und sich wieder bewegen kann und ihn wieder anreden kann, dann soll er sagen, nachdem das Battle zu Ende ist, dann gibt man einen neuen Comment ein, End Battle, lass irgendwann wieder kämpfen, Digga. So, End Speech und End Battle. Ich hoffe, ihr habt den Unterschied verstanden. Wenn nicht, werdet ihr ihn gleich verstehen. Denn das war jetzt schon der Trainer. Apply, okay. Den Trainer haben wir komplett eingestellt. Außer die Pokémon, die er hat. Da gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man was einstellen kann. Man kann entweder im Editor alles einstellen, was der für Pokémon haben soll und so weiter. Ich mache das meistens ohne Editor, weil ich es so besser finde. Deshalb zeige ich euch mal, wie ich es mache. Ich gehe ins Spiel rein. Save Changes. So, dann sind wir nämlich gleich im Spiel. Auf Continue drücken wir. Und dann gehen wir wieder hier raus, aus Professor Eichs schönem Haus. Und da steht schon der Trainer. Jetzt tun wir so, als ob wir gegen ihn kämpfen wollen. Das heißt, wir gehen in sein Radar. Er redet uns nicht an. So, warum redet er uns nicht an? Wartet. Ganz kurz. Hä? Bin ich doof? Ja, ich hab was vergessen. Zwischen dieser Comment, der dritte Comment, da muss vorne stehen Battle. Ich habe da einfach nur Comment Kartoffeln sind grün hingeschrieben. Das muss Comment Battle Kartoffeln sind grün heißen. Das muss er ja vor dem Battle sagen. Das tut mir jetzt leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Gut, jetzt fangen wir nochmal an und ich mache mir mal eben das Pipi aus den Augen. Add new trainer, Bugcatcher Anton, no to all. Das machen wir nämlich im Spiel. Continue. So, siehst du, jetzt wurde er eben auch angenommen. Jetzt können wir nämlich hier nochmal hingehen, wo wir wollten. Zack, er sieht uns, wir drehen uns hoch. Kartoffeln sind grün. Sprich, das Battle hatten wir eben vergessen. Wenn wir jetzt Enter, Leertaste drücken, dann können wir die Pokémon einstellen. Add new trainer, Bugcatcher, Anton. Yes. Please enter the first Pokémon. Da können wir jetzt zwischen allen Pokémon auswählen, die alphabetisch geordnet sind, zwischen allen 649, welche Pokémon er haben soll. Problem ist nur, ist auf Englisch. Wie es auf Deutsch ist, beziehungsweise wie wir es auf Deutsch stellen, zeige ich euch dann irgendwann in den nächsten Parts. Ich werde mal sehen, wann. Sagen wir mal, der soll, ich habe einen Finneon Level, jetzt können wir das Level einstellen, Level 1 haben, damit wir es schnell besiegen können. Dann können wir noch mehrere Pokémon einfügen, machen wir No, weil ich den schnell hinter mir haben will. So, jetzt ist, wenn man nochmal Leertaste drückt und nochmal in sein Reich geht, Bereich geht, kriegt man Error. Das ist immer so, nicht wundern, man kriegt immer ein Error. Kartoffeln sind grün, wenn ich jetzt Leertaste drücke, Error. Denn, jetzt muss der Trainer erstmal quasi erstellt werden. Wenn wir jetzt das Spiel neu starten, bei Playtest oben,
dann lädt das jetzt richtig lange. Hier oben bei Pokémon Essentials kommen erstmal die ganzen Warnungen, dass die Map nicht gefunden wurde, die wir am Anfang gelöscht hatten. Da drücken wir alles weg, ist scheißegal, können wir mit Enter gedrückt halten. Das kommt öfter, aber irgendwann ist es weg, nicht wundern. Jetzt oben sehen wir hier oben, dass gleich bis 18.000 lädt. Also das ist Standard, nicht wundern, das dauert immer. Trainer erstellen geht, Trainer Pokémon erstellen dauert. Also das lädt jetzt bis 18.000. Ungefähr. Bei mir lädt es ein bisschen länger, weil ich das aufnehme und alles. Nicht wundern, bei euch geht es vielleicht schneller. Aber wir haben noch Zeit, Mensch. Es ist doch gerade mal hier, ne? 2 Uhr nachmittags. Mittags. Jetzt lädt es nochmal kurz bis 250. 50. Jetzt kommt gleich 100. Lalalala. Achso, ja, jetzt kommen die ganzen Warnungen wieder mit der Map und so weiter. Wie gesagt, irgendwann ist das nicht mehr da. Irgendwann wurden sie gelöscht. Das waren die Maps, die wir am Anfang von Pokémon Essentials gelöscht haben. So, jetzt lädt es nochmal bis 18.000. Und danach können wir spielen. Dann lädt es nochmal so hin und her bis 2.100. Wie gesagt, das ist immer so. Man kann halt auch die Charaktere, die Trainer durch einen Editor erstellen. Allerdings seit dem neuesten Pokémon Essentials Part 11. Also es ist ja das 11. Pokémon Essentials, das es gibt. Seitdem ist es so, dass man da beim Editor immer einen Error kriegt. Und dann habe ich mir halt so eine neue Version rausgefügt, wie man eigene Trainer erstellen kann. Jetzt lädt das 50, 100, 150 bis 350. Jetzt kommt 200, 250, 300 und dann 350. So, jetzt lädt er nochmal bis 2100 immer schnell hin und her, das seht ihr gleich. Und dann können wir spielen. Und das lädt nur einmal, wenn man den Trainer neu erstellt hat. Deshalb gebe ich euch einen Tipp, alle unnötigen Trainer immer am Ende der Routen oder sowas erstellen. So, Continue. Jetzt können wir aus dem Haus gehen. Nehmen wir mal das Charmander. Would you like to give a nickname? No. Und jetzt können wir gegen diesen Trainer kämpfen. Jetzt hat er ein Finneon Level 1. Zack. Kartoffeln sind grün. Und der Kampf startet. So, es geht aus dem Bildschirm. Da ist unser Käfersammler Bugcatcher Anton. Would like to battle. Bugcatcher Anton sent out Finneon. Finneon Level 1, wie wir eingestellt haben. Nehmen wir Kratzer. Hoffentlich ist er nicht stark genug, dass er einen Kratzer aushält. Scheiße. Scheiß drauf, wir killen den trotzdem. Zack. Und weg ist er. Sowas von am Arsch. So, wir kriegen 10 Erfahrungspunkte. Und wir haben ihn besiegt. Jetzt kommt Endspeech. Gut gekämpft. Ich habe ja vorhin versucht zu erklären, Endspeech ist im Kampf noch am Ende, nachdem man das Geld gekriegt hat. Bevor man das Geld gekriegt hat. Okay. Gott, 16 for winning. So, und wenn man ihn... Jetzt kann man sich bewegen. Und wenn man ihn jetzt nochmal angeht... Lass irgendwann wieder kämpfen, Digga. Jetzt haben wir quasi unseren ersten fertigen Trainer erstellt. Wie gesagt, das einzige Nervige an dieser Methode ist halt, dass man diesen Ladebildschirm von dem Playtest immer... Naja, immer muss man es dann nicht angucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel neu starten würde, dann müsste ich nicht wieder so lange laden. Nur sobald man einen neuen Trainer erstellt hat, lädt das so lange. Zack. Und jetzt sind wir wieder im Spiel. Könnten wir sein. So. Den Trainer haben wir fertig auf diese Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass man Trainer einstellt, die am Ende deine Telefonnummer geben und Rückkämpfe haben. Dazu mache ich aber ein extra Video, weil das ein bisschen komplizierter ist. Und zurzeit haben wir auch gar kein Telefon. Doppelkämpfe bei dieser Methode ist ganz einfach. Zwischen Name und Battle fügt man noch einen Comment ein. Double Battle. Doppelpunkt True. Das heißt, dass Doppelkämpfe erlaubt sind. Sprich, dass er einen Doppelkampf macht. Ja. Sonst gibt es noch irgendwas zu dieser Methode zu sagen? Also wenn wir jetzt einen neuen Trainer erstellen würden, ohne dass wir schon den Namen erstellt haben und alles, ohne das Pokémon eingefügt haben, und der muss mindestens 2 Pokémon haben, dann würde er einen Doppelkampf mit uns machen. 2 Pokémon auf einmal. Aber nur, wenn wir auch 2 Pokémon haben. Das heißt, Double Battle... Ich würde es erst später machen, wenn man auf jeden Fall 2 Pokémon hat und auch stark genug ist, einen Doppelkampf auszuhalten. Wie gesagt, Double Battle könnt ihr für euch wissen. Zack. So, jetzt gibt es eine andere Methode. Machen wir wieder einen neuen Trainer. Grafik als Beispiel nehmen wir 37 ist Youngster, so ein kleiner frecher Cowboy-Girl da, ne? Ein Cowboy. Also auf jeden Fall Trainer wieder, das bleibt normal. Trainer 3. So, jetzt müssen wir nämlich erst... Jetzt müssen wir das Ausrufungszeichen skripten, das er uns sieht. Das können wir nicht mehr mit dem Comment normal machen, wenn wir es anders machen, sondern skripten. Das heißt, wir gehen auf Skript und da müssen wir jetzt eingeben PB
Trainer Intro, Klammer auf, Doppelpunkt. Als Beispiel, jetzt brauchen wir Trainertyp 37, Youngster, wie ich schon gesagt habe. Youngster, Klammer zu. So, jetzt haben wir erstmal das Intro vom Youngster. Dann brauchen wir noch ein Skript. Kernel.pbNoticePlayer, Player groß, Klammer auf, getCharacter, Klammer auf, das ist jetzt die nächste Zeile, 0, Klammer zu, Klammer zu. Warte, ich muss kurz gucken, ob es genau so, ja genau. Gut, dieses Skript geht über zwei Zeilen, wie ihr schon seht. Das heißt, ihr drückt einfach hinter getCharacter, Klammer auf, Enter und dann 0, Klammer zu, Klammer zu. Genau so müsst ihr das schreiben, außer, dass ich Notice falsch geschrieben habe. Sprich, Notice, das C dazu. Ja, man verschreibt sich gerne schnell beim Skripten. Das merkt ihr ja schon. So wichtig ist halt K groß, N groß, P groß. Alles andere klein. Und hier oben ist wichtig T und I groß. Und Youngster muss komplett groß geschrieben werden. Gut, jetzt können wir einen Text machen, nachdem er zu uns gegangen ist. Als Beispiel, ey, lass kämpfen, ja, irgendwie sowas, weißt du? Das sagt er dann, wenn er bei uns ist. Ey, lass kämpfen, wie der andere Kartoffeln sind grün sagt. Jetzt kommt Conditional Branch, da kennen wir uns ja heute schon mit aus. Conditional Branch, gehen wir wieder auf Skript, hier unten. Und da schreiben wir jetzt wieder ein bisschen länger was. Das werde ich alles hoffentlich in die Videobeschreibung tun, wenn nicht, dann wirklich sagt mir Bescheid. PB Trainer Battle Klammer auf T von Trainer und B von Battle groß. PBT alles groß. Trainers. Also PBT PB groß und das T von Trainers groß, ne? Doppelpunkt, Doppelpunkt. Jetzt wieder Youngster einfügen, weil wir ja Youngster hatten. Sprich diesen Teenager. Dann Komma. Diese hier, ne, Gänsefüßchen, Apostrophdinger da, wie heißen sie? Ihr wisst, was ich meine. Dann den Namen eingeben, nennen wir ihn Tom und dann wieder Gänsefüßchen. Ich nenne das jetzt aber mal Gänsefüßchen, eiskalt. So, Tom, das heißt, wir haben Teenager Tom. Das haben wir schon mal eingestellt. Dann Komma, Unterstrich, I, großes I. Komma, Unterstrich, I, Klammer auf. So, dann wieder ein Apostroph. Was soll er sagen, wenn wir noch im Kampf sind, aber am Ende? Dann soll er halt sagen, ich war nicht gut, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann wieder Gänsefüßchen. Dann, Klammer zu, dann, Komma, false, das false erkläre ich gleich, Komma, 0, Klammer zu. In diesem Fall steht das false für einen Doppelkampf. Wenn wir True machen, ist es ein Doppelkampf. Wenn wir False machen, ist es kein Doppelkampf. Die 0 steht für einen Trainertyp. Wenn man zum Beispiel öfter gegen diesen Trainer kämpft, dann muss man, wenn man jetzt noch einen Trainer erstellen würde, wenn man diesen Trainer jetzt erstellen würde, ihn ein Pikachu Level 5 geben würde, dann hätte Youngster Tom ein Pikachu Level 5. Allerdings, wenn man das nochmal irgendwo machen würde, einen Youngster Tom erstellt und den könnte man gar nicht mehr ein anderes Pokémon geben, weil es ja schon einen Youngster Tom gibt. Das heißt aber, wenn man nochmal einen Youngster Tom verwenden möchte, dann müsste man hier hinten 1 eingeben. Das sind sozusagen die verschiedenen IDs von den Trainern. So, dann drücken wir auf OK. Jetzt haben wir das Trainer-Battle erledigt. Wenn wir wollen, kann er nach dem Kampf, wenn wir wieder hier sind, noch dich anreden, dass du kurz nicht weggehen kannst. Das wäre halt Hallo. Dann sagt er nochmal Hallo am Ende. Am Ende Hallo sagen, das ist so typisch. Dann kann man hier Insert, Control Cell Switch, okay. Jetzt, damit man nicht wieder von vorne kämpfen muss, jetzt ist allerdings nur die Sache, dass man bei der neuen Seite nicht nur Self Switch on macht, sondern auch wieder die Grafik raussucht. Wir hatten TRK37, das weiß ich noch, zack. Denn, wenn man ihn dann besiegt, würde er verschwinden, wenn man hier keine Grafik einfügt. Aber es soll ja noch da bleiben. Und dann, wenn man ihn nochmal anredet, sagt er, hey ho. Das sagt er dann, wenn man ihn nochmal anredet nach dem Kampf. Wichtig ist nur hier oben, dass Trainer ist verschwunden. Trainer kann auch 6 machen, machen wir mal 6. Und Event
Touch. Event Touch ist wieder wichtig, damit er dich im Event sozusagen abfängt und die Trainer, wie viele Zeilen, wie viele Plätze er dich vorher sieht. So, das war's schon eigentlich zum Trainer. Fast. Hier unten kommt noch Insert Script. Das habe ich ganz vergessen. PB Trainer End. So dass der Trainer zu Ende ist. Muss man halt natürlich einfügen, sonst ist der Trainer nicht zu Ende. Und was macht man dann? Hat man ein Problem. Naja, gut. Das war's jetzt quasi. Hier könnten wir einstellen, wie schnell der Trainer sein soll. Soll er schnell sein, langsam sein, was auch immer. Das ist jetzt zurzeit ein stehender Trainer. Ich werde noch extra Videos machen, wie man bewegende Trainer macht und alles. Aber das mache ich nicht jetzt noch. Wie gesagt, Doppelkämpfe bei dieser Art von Trainer erstellen, könnt ihr hier einfach eingeben. True. Kleingeschrieben, true. Aber ich lasse false, weil ich keinen Doppelkampf haben will. So, das testen wir jetzt noch aus. Der hat 6 Schritte nach unten geht er. Das heißt, wir schieben ihn mal nach oben. Und danach war das Video eigentlich schon zu Ende, wenn ich mich jetzt so umgucke. Ja, das war das Wichtigste, was ich in diesem Video erklären wollte. Und die Zeit ging ja rauf wie nix. So, dann nehmen wir mal diesen Pokéball wieder. Obtain Charmander. Would you like to give a nickname to Charmander? No. So, und er sieht uns jetzt eigentlich schon ab hier. Zack. Ey, das Köpfen. Add new trainer, youngster Tom. Yes. So, Abra, Level. Nein. 1. Add another Pokémon? Nein. The trainer data was added to the list of battles and at pbstrainers.txt. Das heißt, der Trainer wurde jetzt bei unserer PBS-Datei trainers.txt gespeichert. Hier sind ein paar vorgegeben, das waren die vom Anfang vom Starter-Kit. Ganz unten sind unsere neuesten, der Anton, den wir eben erstellt haben, der hat einen Finneon, Level 1, der kann Fund und nichts anderes. Hier unten kann Abra Teleport, nichts anderes. Da kann man halt die Trainer alle noch ein bisschen ändern und alles. Das machen wir vielleicht noch irgendwann anders, erkläre ich euch, jetzt erstmal nicht. Ich finde es jetzt nur schade. Denn wenn wir jetzt nochmal anreden, kommt wieder der Error, den ich vorhin angesprochen habe. Und wir müssen wieder öffnen und wieder laden. Das ist immer das Negative. Jetzt kommen die ganzen Warnungen wieder, dass diese ganzen Maps nicht gefunden wurden. Das ist immer das Negative, dieses Warten, bis der Bildschirm bzw. bis der Trainer erstellt wurde oder sowas. Und dann geht es immer zweimal bis 18.000. Es ist ein bisschen nervig, ich gebe zu. Deshalb würde ich die wichtigen Trainer zwar gleich machen, aber die unnötigen Trainer, die man auch am Ende des Spiels machen kann, wenn man alles andere fertig hat, da kann man sich dann noch ein bisschen Zeit nehmen. Da kann man genauso gut, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Trainer ist und hier ein Trainer, wo man bei beiden die schon eingestellt hat, aber noch nicht die Pokémon eingestellt hat, dann kann man erstmal bei beiden im Spiel die Pokémon einstellen, dann schnell. Warte, ich zeige euch gleich mal, wie ich das meine. Weil wenn ich das jetzt so sage, dann kommt das immer so komisch rüber. Das machen wir gleich. Ich komme gleich nochmal drauf zurück, das Video dauert doch noch ein bisschen. Also, erstmal hier, ne, nochmal bis 18.000 laden und danach sehen wir weiter. Was mache ich in dem nächsten Tutorial dann? Ich habe noch so viel, was ich zeigen will, aber ich weiß nicht, in welchen Parts ich das machen soll und alles. Oh, da muss ich alles mal sehen und sehen und sehen. Zum Mapping habe ich ja auch noch nicht so viel gemacht, wie man zum Beispiel die ganzen Städte einrichtet und so weiter. Ich habe jetzt gemacht, wie man in Häuser geht, wie man Häuser errichtet. Wie man rausgeht, also Teleportationen. Ja, ich kann auf den Editor meinen Part 7 eingehen. So ein bisschen im Editor, wie man was wie macht. Das ist nämlich auch wichtig, das unterschätzen viele. Editor ist wichtiger, als man denkt. Man kann zwar vieles hier drin machen, aber nicht alles. So, 350. Das heißt, das lädt jetzt wieder bis 2100 ungefähr. Zack, und hin und her. Und dann können wir spielen. Wir besiegen jetzt kurz diesen Teenager. Und danach werde ich euch nochmal zeigen, was ich meine mit mehrere Trainer auf einmal einstellen. Continue. Und dann gehen wir raus. Das Charmander brauchen wir nicht. Zack, da kommt er wieder runtergerast. Ey, lass kämpfen. So, Trainer beginnt. Es ist natürlich, ich glaube, die erste Version ist einfacher, weil man da einfach nur ein paar Comments eingeben muss. Er hat jetzt sein Abra Level 1. Aber jedem das seine. Ich finde es, ich keine Ahnung, ich habe irgendwie jeden Trainer bisher so erstellt wie den hier. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob du das erste oder das zweite machst. Trainer ist Trainer. So, haben wir besiegt. Schön, hat geklappt. Youngster Tom, ich war nicht gut. Ja, wissen wir. Und jetzt sagt er automatisch, ohne dass ich es gemacht habe, hallo. Und dann können wir weggehen. Wenn wir jetzt nochmal anreden, hey ho. So, wenn er nichts mehr sagen soll automatisch, nachdem man ihn besiegt hat,
dann macht man das Hallo einfach weg, die TXT-Datei, die Textdatei meine ich. So, was ich eben meinte, wenn wir neue Trainer haben, kopieren wir uns mal den Bugcatcher hier hin und hier hin und nennen ihn einfach nur um. Nennen wir ihn Anton 1, okay, und Anton 2. Anton 2, okay, gehen wir wieder ins Spiel. Da haben wir jetzt quasi zwei neue Trainer ganz schnell erstellt, die waren richtig schnell. Und da drücken wir, wenn hier am Anfang gefragt wird, ob ihr hier den Trainer adden wollt, macht immer auf No to All. Weil das ist, da kriegt man immer einen Error und da muss man nochmal so viel laden und so weiter. So, wir können jetzt theoretisch bei dem hier, das Kartoffeln sind grün, add new Trainer, da können wir jetzt schön hier Alabis, nee, Abanovs oder irgendwas, Level 10 erstellen und dann No drücken. The Trainer Data was added to the list of battles, bla bla bla. Und dann zum nächsten gehen, den ebenfalls erstellen. Sprich, die Pokémon einstellen, der soll auch ein Abababa Level 10 haben. Dann auch Nein klicken. Jetzt können wir wieder weggehen. Und jetzt haben wir quasi zwei Trainer auf einmal erstellt. Das spart natürlich den Ladebildschirm vorne im Spiel. Denn wenn wir jetzt beschließen und dann nochmal reingehen, dann lädt das so lange wie eben. Allerdings lädt es nur für die für beide gleichzeitig in der gleichen Geschwindigkeit, wie es für einen laden würde. Man kann es halt sozusagen zusammenfassen. Naja, das war eigentlich schon das Wichtigste, was ich euch zeigen wollte. Jetzt schließe ich das hier mal schnell. Komm, schließen. Gut, es lädt. Man kann es nicht schließen. Leck mir am Arsch. Ich will schließen. Gut, ich wollte gerade sagen, jetzt auch scheißegal. Jetzt ist geschlossen. Wie gesagt, im nächsten Teil werde ich wahrscheinlich auf den Editor ein bisschen eingehen hier. Werde ich dann sehen. Ah, da kommt auch noch die Warnung. Wie gesagt, die Warnungen sind irgendwann weg. Zack, zack, zack. Naja, da lädt es auch mal wieder. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich verabschiede mich von euch, ich speichere das alles mal und wir sehen uns im nächsten Part.